Teamschütze, Gang, 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 Zeit für euer Reading. Ich habe direkt eine Botschaft für euch. Und zwar kann es sein, dass es für einige von euch entweder schon so ist oder dass ihr in der Lage sein werdet, das zu beobachten. Und zwar, dass Menschen euch gegenüber passiv-aggressiv auftreten oder versuchen, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, um einen Streit heraufzubeschwören. Ja? Und zwar spezifisch für diejenigen, die sich, ich sag mal, aus der Affäre ziehen, im Sinne davon, dass sie ihren eigenen Frieden, ihren eigenen Seelenfrieden, sich selber als Priorität und sich selber als Priorität sehen und setzen. Ja, und das wird einigen nicht passen. Und es kann sehr gut sein, dass diese Leute darüber eben versuchen, einen Streit, ja, ich sag mal, schon fast zu inszenieren. Ja, die werden nicht sagen, das stört mich, dass du dich jetzt selber an erste Stelle stellst, sowas gar nicht. Ja, es kann sein, dass es irgendwas random ist, was vor 4 Wochen passiert ist und dann kommt die Person und sagt, ach, übrigens, ich wollte dir sagen, dass, wenn das so ist, Leute, und ihr seid diejenigen, die sich selber an erste Stelle setzen oder ihr habt ein bestimmtes Ziel erreicht oder irgendwie sowas und Leute kommen auf euch zu, um mit euch irgendwelche Streits oder Diskussionen anzufangen oder um euch irgendwie, ich sag mal, zu humbeln, im Sinne davon, dass sie versuchen, euch auf den Boden der Tatsachen zu bringen, obwohl es da überhaupt gar keinen Grund für gibt. Denkt an meine Worte, Freunde, das ist, weil diese Leute, das passt denen nicht, dass ihr jetzt nicht mehr zugänglich seid für die. Ja, also keine Ahnung, aber das ist die Botschaft für euch. Lasst uns also mal gucken, was eure Fokuskarten sind. Financial Constraints. Einige von euch haben gerade vielleicht eine Geldkrise. Vielleicht hat die Eclipse für euch im Zeichen, im Haus des Geldes quasi. Und a change in the wind. Im Haus des Geldes stattgefunden oder Geldthemen sind nochmal hochgekommen. Ja, ihr wisst, ich sag immer, guckt euch euer Venuszeichen an und Venus hat nicht nur mit Liebe und Romantik und Ästhetik zu tun, sondern auch mit Geld, ja. Und dann hier a change in the wind. Also für einige von euch ist es definitiv so, dass hier ein Wandel stattfinden wird, ja. Für diejenigen, die jetzt gerade Geldprobleme haben, beruhigt euch, Freunde. Rettung naht, ja, das Universum oder wer auch immer naht und bringt da ein Ende rein, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass einige von euch vielleicht die Dinge auch in die Hand genommen haben, gesagt haben, okay, ich muss mich darum kümmern. Ja, ich kann nicht Ewigkeiten, was weiß ich, mit Schulden rumlaufen oder so, dass ich jeden Cent 3-mal umdrehen muss. Da tut sich irgendwas. Vielleicht haben einige von euch auch auf eine Zahlung gewartet. Das können Dinge sein wie Unterhalt für Kinder oder Eheunterhalt nach einer Scheidung oder eine Rückzahlung oder irgendwie sowas. Leute, it kommt, okay? Auf der Rückseite des Decks haben wir den König der Stäbe, Löwe-Energie, dahinter direkt den König der Münzen und Ass der Schwerter. Das ist genau das. König der Stäbe und König der Münzen-Energie mit Ass der Schwerter ist genau das. Jemand, der die Dinge in die Hand nimmt und sich darum kümmert, dass alles bezahlt ist oder beziehungsweise, dass die Dinge so laufen, wie man es gerne hätte. Ja, und nicht anders. Es kann sehr gut sein, dass einige von euch hier eine Klarheit darüber bekommen haben und jetzt die ersten Schritte in die Wege leiten. 7 der Stäbe sehe ich auch noch. Das passt zum Intro, was ich gesagt habe. Ja, also Leute, für diejenigen, die merken, dass sie irgendwie Leute um sich rum haben oder das können eure engsten Leute sein, ja, dass ihr auch immer merkt, so, hä, was war das denn jetzt für ein Vibe? Oder dass ihr euch denkt, bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was ist dir über die Leber gelaufen? Denkt an meine Worte, okay? Jetzt ist gerade die Zeit, wo ihr gezeigt bekommt, wer es ehrlich mit euch meint und wer nicht. Also Leute, let's go. Die Herrscherin, erste Karte raus. Wow, der Teufel und die 2 der Münzen mit der Königin der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Also wir haben die Herrscherin, den Teufel und die 2 der Münzen. Das ist ein bisschen lustig, weil es könnte tatsächlich auch mit diesen Finanzgeschichten zu tun haben. Erstmal, der Teufel wird regiert vom Planeten Saturn. Saturn, wer mir hier was länger folgt oder wer in meinen Tastro-Videos immer gut aufpasst, Saturn ist der Herr des Karmas und wir hatten, glaube ich, sogar ein Reading, was so hieß, Herr des Karmas. Vielleicht müssen einige von euch sich das nochmal angucken. Wo sind wir? 4 Minuten 29. Ich werde das oben verlinken, weil das dauert jetzt zu lange, das zu suchen, ja. Kann also sein, für diejenigen, die irgendwie, ich sag mal, fahrlässig mit ihren Finanzen umgegangen sind. Saturn knallt rein, okay? Saturn sagt,
Strafe, okay. Die Herrscherin regiert von Waage und Stier. Auch das zwei Zeichen, die quasi das bringen, was man verdient. Ja, und Stier definitiv ein Erdzeichen, was sich auch nach den Finanzen richtet oder gerne die schönen Dinge im Leben hat. Vielleicht müssen einige von euch jetzt auch einfach aufpassen, nicht zu viel Geld auszugeben oder die Dinge gut zu balancieren. Ja, zwischen euren Verlangen und zwischen dem, was wirklich auf die lange Sicht wichtig ist für euch. Ja, weil ich kenne das selber, dann hat man auf einmal so einen Impuls, oh, ich brauche jetzt, was weiß ich, das und das habe ich die ganze Zeit nicht gebraucht, aber jetzt brauche ich das gerade dann, wenn ich eigentlich dafür kein Geld habe, aber ich kaufe es trotzdem. Leute, und noch eine Sache, wegen den zwei der Münzen, verplant keine Finanzen, die noch nicht reingekommen sind. Ja, ich habe eben was von einer Nachzahlung gesagt oder Unterhalt oder irgendwie sowas. Sagen wir jetzt mal beispielsweise, ihr bekommt von irgendwas, was weiß ich, 100 Euro nachgezahlt. Ihr wisst, das ist am 30.8. auf dem Konto. Fangt nicht an, am 15.8. schon mit dem Geld zu planen, was am 30. kommt und was ihr aber noch gar nicht in der Tasche habt. Ja, okay, lasst uns mal gucken. Also erstmal diese Geldsache. Für andere von euch ist hier auch einfach das Ding. Also für mich ist das Geld primär hier, ja, dominant. Aber für andere von euch ist hier gerade ein bisschen die Energie zwischen, bleibe ich in meiner Selbstliebe oder lasse ich mich auf Dinge ein, von denen ich weiß, dass sie für mich nicht gut sind. Die sich zwar temporär gut anfühlen, aber letztendlich weiß ich, es ist dann doch nicht wirklich gut. Ja? Die Herrscherin praktiziert Selbstliebe auf die lange Sicht. Ja? Der Teufel ist das, was man im Moment tut, damit es einem gut geht. Sagen wir jetzt mal, um es genau zu sagen, also, um euch ein blödes Beispiel zu geben, was weiß ich, Yoga und Sport und Schwimmen gehen wird euch auf die lange Sicht gut tun und eurem Körper und eurem Geist helfen. Ja? Sich aber am Wochenende mal schnell einfach mit den Jungs zu besaufen, um die anstrengende Woche zu vergessen, wird dir im Moment gut tun, aber logischerweise auf die lange Sicht nicht helfen. Ja? Man kann sich auch mit Schwimmen und Meditieren runterbringen, um euch das kurz nahe zu bringen. Also, let's go, Leute. Wie mysteriös hier. Die Herrscherin, ich guck mal, was die Herrscherin sagt. Die Welt auf dem Kopf, etwas hier ist noch nicht vorbei. Für einige von euch ist es so vielleicht, das muss ich auch sagen, einige von euch könnten schwanger sein. Schwanger sein oder schwanger werden, höre ich gerade. Und der Bube der Schwerter. Also einige von euch könnten eine... mit den drei der Stäben auf der Rückseite des Decks. Einige von euch könnten eine Schwangerschaft entdecken, die Eclipse. Also dann noch nicht jetzt, aber wenn ihr um die Eclipse herum mit einem Goldstab oder mit einem Zauberstab hier rumgespielt habt, dann könnte es sein, dass ihr in ein paar Monaten rausfindet, dass da jetzt auch ein Braten im Ofen ist. Ihr habt es hier als erstes gehört. Okay, kommt zurück, sollte es so sein. Und sollte es so sein, herzlichen Glückwunsch. Okay, für andere von euch ist es so, dass hier ein Zyklus noch nicht abgeschlossen ist. Beziehungsweise, dass ihr Informationen zu etwas bekommt, was sich vielleicht wiederholen könnte oder was noch nicht abgeschlossen ist. Könnte vielleicht auch eine romantische Situation betreffen. Ja. Der Herrscher auf der Rückseite des Decks. Ich sehe den Turm, ich sehe die Liebenden, den Magier. Es könnte sein, dass hier etwas eintrifft. Also, dass man vielleicht auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat oder jemand hat auf den richtigen Zeitpunkt gewartet oder hat darauf gewartet, dass er in irgendeiner Form ein Zeichen sieht, dass jetzt Go-Time ist, weil hier etwas noch nicht abgeschlossen ist. Und es ist quasi die Energie, wie kann man das sagen, spitzt sich zu. Das ist das richtige Wort. Die Energie spitzt sich zu. Aber das kommt hin, weil a change in the wind, ja, uns wird hier ganz klar ein Wechsel angezeigt, ein Wandel. Und ich krieg Gänsehaut, warum auch immer. Könnt ihr das sehen? Meine Chewbacca-Haare auf meinen Armen stehen mir zu Berge. Ich frag, könnt ihr das sehen? Die Haare, die können wir von 20 Metern Abstand sehen, okay? Aber ich lieb sie. Der Teufel erklärt mit der Königin der Kelche. It's giving obsession. Also einige von euch und die Kraftkarte, ich sag's euch, Leute. Erstmal für die Geldfraktion hier, einige von euch müssen wirklich, wirklich, wirklich
Üben, ihre Impulskontrolle auszubauen. Ja, für einige von euch ist das Impulskontrolle. Für einige von euch ist hier wirklich einfach, ihr müsst euch tatsächlich mit diesen ganzen Finanzdingen auseinandersetzen. Spezifisch für diejenigen, die vielleicht in irgendeiner Weise auf einmal viel Geld verdienen oder sich zum Beispiel selbstständig gemacht haben und da irgendwie Anfänger drin sind. Ihr müsst Impulskontrolle üben. Und wirklich euch euer Wissen über Finanzen oder wie man es eben schlau macht, was man bei der Steuererklärung alles absetzen kann etc. Leute, als ehemaliges Betriebsratsmitglied, so lege ich euch ans Herz, euch schlau zu machen. Okay, es gibt überall Mittel und Wege, wie ich mal so schön sagen möchte. Und diese Leute hier müssen eben ihre Impulskontrolle ausbauen lernen. Für andere von euch ist es so, dass hier ein Zyklus noch nicht abgeschlossen ist, dass hier irgendeine Art, ja, ich sag mal, ein Zeitpunkt, der perfekte Zeitpunkt nähert sich, was auch immer dieser perfekte Zeitpunkt sein mag. Und der perfekte Zeitpunkt hat auf jeden Fall mit einem Verlangen zu tun, was länger schon da ist. Einige von euch könnten auch versucht haben, sich irgendwas zu manifestieren. Und ganz klar, was ich hier auch sagen muss, ist, für einige von euch, und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ihr das seid, selbst wenn ihr diejenigen seid, die versucht haben, etwas zu manifestieren, jemand hier ist ein bisschen obsessed. Aber nach innen getragen, nicht nach außen gezeigt. Es kann sein, dass ihr einen Verehrer habt, einen heimlichen, oder vielleicht auch jemanden, von dem ihr wisst, dass er euch verehrt, aber die Person zeigt in keinster Weise, wie krass das Gefühl ist. Also ich will euch keine Angst machen und ich nehme es auch nicht im Negativen auf, ja, aber es erinnert so ein bisschen an die Serie You auf Netflix, ja, es ist so ein bisschen jemand, der wirklich alles versucht auseinanderzunehmen, was man postet, was man sagt, wenn die Person dich, was weiß ich, von mir aus täglich sieht, dann ist es diese, oh, sie hat heute Socken mit Punkten an und nicht mehr mit Sternen, was mag das wohl bedeuten, ja, so. Aber nicht so, dass ich sagen kann, okay, das wäre jetzt jemand, der anfängt, deinen Computer zu hacken und dir was zu tun, sondern eine stärkere Obsession. I don't know. Königin der Münzen, König der Kelche auf der Rückseite des Decks und dann den Sieben der Kelche und Königin der Stäbe. Das sind ganz schön viele Personenkarten hier oder naja, für meinen Geschmack. Es kann sein, dass hier jemand mehrere Optionen hat. Das seid ihr sehr wahrscheinlich. Weiß ich nicht, warum ich das denke, aber ich habe das Gefühl, dass ihr das seid. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr euch dessen bewusst seid, aber dass es euch nicht wirklich interessiert. Vielleicht ist diese Obsession von der Person deswegen so stark. Denn bekanntlich ist es ja so, wenn man an sowas nicht festklammert, an diesem, oh mein Gott, ich muss unbedingt jemanden kennenlernen, ich muss, dann ist es der Zeitpunkt, wenn alle dich wollen. Ja, wenn du nicht dran klebst, wenn du nicht dran klammerst, wenn du sagst, weißt du was, ist mir auch schon scheißegal, ich mach mein Ding, dann wollen sie dich auf einmal alle. Ja, wenn du kein Interesse hast, beziehungsweise nicht kein Interesse, sondern das ist ein bisschen das Geheimnis auch von Manifestieren. Ja, offen für eine Sache zu bleiben, aber die Sache nicht so zu behandeln, als wenn sie für dich wichtig ist zum Atmen. Ja, und wenn man diesen Punkt erreicht, wenn man das kann, wenn man diese Fähigkeit ausgebaut hat, dann wünscht man sich eine Sache, lässt sie gehen und zieht seinen Fokus auf andere Dinge im Leben und dann auf einmal bum, 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 bum kommen die Optionen rein. Ja, und das ist so ein bisschen jemand, der diese Energie gemeistert hat. Und eine von diesen Optionen guckt hier zu wie Joey aus You. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das für ein Song ist. Es ist auf jeden Fall auf Trompeten gespielt und mit Saxophon und es ist eine Gewinnermusik. Vielleicht war das auch nur ein Zeichen für meinen Geiz, dass ich auf der richtigen Fährte bin und die schicken mir deswegen einen Gewinnersong. Ich weiß es nicht. Oder einige von euch werden als Gewinner aus einer Situation rausgehen. Guck mal, was die zwei der Münzen, was wir hier noch zu den zwei der Münzen bekommen. Der Stern, Wassermann-Energie. Saturn spielt hier auf jeden Fall eine Rolle, weil Steinbock und Wassermann sind beides die Zeichen, die von dem Karma-Planeten Saturn beherrscht werden. Entweder einige von euch könnten ein Erdzeichen am Start haben oder ihr habt Erde in der Feuer.
Oder ihr habt Erde in eurer Chart. Einige von euch haben mit einem Feuerzeichen zu tun, was Erde in der Chart hat. Oder umgekehrt, mit einem Erdzeichen, was vielleicht viel Feuer in der Chart hat. So this is love. Okay? Ich kann hier keinem was vormachen. Nicht euch und nicht mir selber. Der Stern und die zwei der Kelche, bitch. I'm telling you, ich sag's euch, Leute, jemand hier beobachtet euch, wie Joey aus You seine Person beobachtet, okay? Bube der Münzen, Ritter der Stäbe und dann auf die Rückseite des Decks die vier der Stäbe mit der Gerechtigkeit, okay? Ich sage es euch, Leute, jemand hier, der Stern mit den zwei der Kelchen, ja, jemand hier, also erstmal, es kann sehr gut sein, dass euch jemand versucht zu manifestieren, ganz klare Geschichte, so wie das hier liegt, ja, oder eine Bindung zu, mit euch zu manifestieren oder einen Kontakt wiederherzustellen, das kann es auch sein, oder überhaupt mit euch in Kontakt kommen, vielleicht ist das auch irgendwie der, weiß ich nicht, Thomas, der irgendwo im Büro sitzt immer und selten aus seinem Büro rauskommt und nicht gemeinsam Pause mit den anderen macht. Ja, und vielleicht hat der einen heimlichen Crush. I don't know. Aber es kann sehr gut sein, dass hier jemand versucht, euch näher zu manifestieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jemand ist, den ihr gar nicht kennt, aber es könnte jemand sein, den ihr vielleicht eher flüchtig kennt. Oder jemanden, den ihr schon kennt, mit dem ihr aber nichts zu tun habt jetzt gerade, wo vielleicht Stillstand ist, auch in der Kommunikation hier mit dem Bube der Schwerter. Ja? Aber ganz klar, jemand hier mit den zwei der Münzen, es kann auch sein, dass jemand hier versucht abzuwägen, geht das mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen einher. Ja, zwei der Münzen ist auch immer so eine, oh, ich versuche mehrere Dinge gleichzeitig zu jonglieren, Geschichte. Aber, die zwei der Münzen ist für mich persönlich, ich weiß nicht, was andere Reader da draußen machen, ist mir auch egal, ja. Für mich persönlich ist die zwei der Münzen-Karte auch immer ein Symbol von what goes around comes back around, weil die zwei der Münzen ist geformt wie das Karma-Zeichen. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen, ja? Oder wie eine 8. Wir sind im 8. Jahr oder wir sind im Jahr 8. Ja, also what goes around comes back around. Es kann auch sein, dass das vielleicht etwas ist, was ihr versucht habt zu manifestieren und was ihr entweder losgelassen habt, habe ich ja eben schon mal gesagt, oder vielleicht auch schon vergessen habt. Etwas hier kommt. Und es kann sehr gut sein, dass jemand hier die Sache wirklich kleiner aussehen lässt, als es ist. Ja, das wäre zum Beispiel wie jemand, der Gefühle gesteht und sagt, oh Mann, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich muss in letzter Zeit immer öfter an dich denken. So. Ist ja erstmal nicht so eine große Sache. Tatsächlich ist es aber so, dass die Person den ganzen Tag an dich denkt. Morgens als erstes, wenn sie die Augen aufmacht. Abends als letztes, wenn sie ins Bett geht. Solltet ihr Nachrichten ausgetauscht haben, wird dieser Chatverlauf immer wieder durchgelesen. Ja, Bilder von dir werden angeguckt. Wahrscheinlich, wenn du ein Selfie postest in der Story, wird das heimlich gescreenshottet. Und Familie und Freunde müssen sich auch den ganzen Tag alles über dich anhören. Ja, das ist dann die tatsächliche Energie. Jemand hier hat viel, viel mehr Emotionen, als er eigentlich zugibt. So. Und das beides hier würde den Planeten Venus betreffen, denn Finanzen und Liebe sind beides Venus-Themen. Vielleicht haben einige von euch auch ihre Venus-Wiederkehr oder Venus-Rückkehr, so kann man es auch nennen. Dann dreht sich nämlich alles um Venus-Themen. Vielleicht hat auch jemand hier, mit dem ihr zu tun gehabt habt, Finanzprobleme gehabt und hat darauf gewartet, dass da ein Wandel reinkommt. Aber ich habe mehr das Problem, das Gefühl, dass es hier für euch ist, also dass es hier euch betrifft, weil Fokuskarten sind für euch und nicht fürs Gegenüber. Aber ja, ich sag's euch, Leute, jemand hier wird irgendwie in irgendeiner Form probieren, euch näher an sich ranzubekommen. Aber auch hier mit der Gerechtigkeit auf der Rückseite des Decks, what goes around comes back around. Heißt also, sollte das jemand sein, der euch in Vergangenheit kacke behandelt hat, cut the shit out, okay? Lass die Person nicht wieder ran. Bitte.
Lernt eure Lektion. Wir sind im 8. Jahr, Leute. What goes around comes back around. Und das gilt nicht nur für Leute, die sich euch nähern wollen, das gilt auch für euch. Wenn ihr jetzt dumme Entscheidungen trefft, bekommt ihr in ein paar Monaten dumme Situationen im Rückzug, im Gegenzug. Okay, Freunde, ich lasse das Reading hier, ist ein bisschen kryptisch. Aber wer damit was anfangen kann, für den ist es gewesen. Okay, wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Wer gerne ein privates Reading haben möchte, findet in der Infobox meine Website, meine Instagram-Accounts oder aber auch den Link zum Conscious Club. Und wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen.